Handheben. Heute wieder was ganz Einfaches, was ihr überall durchführen könnt. Wir kombinieren eine Halteübung mit einer dynamischen Übung. Bleibt immer noch bei dem Konzept, dass wir es relativ einfach halten können. 5 bis 15 Durchgänge mit 1 bis 2 Minuten Pause, je nach Leistungsniveau. Nummer 1 ist Kniebeuge halten. Er geht quasi in die Parallele, versucht hier so aufrecht wie möglich zu bleiben vom Körper her. Also wenn ihr könnt, legt euch nicht drauf, sondern kommt relativ hoch. Und das haltet ihr so lange, bis ihr könnt. Und das kombiniert ihr mit Klappmesser. Versucht es auch nicht so wie ich, sondern bis zur Perfektion zu treiben. Das ist einfach, ihr macht euch lang, könnt gerne Schwung holen und berührt quasi eure Zehenspitzen. Sammelt euch ruhig unten erstmal wieder, bevor ihr dann die nächste Wiederholung macht. Und dann guckt ihr bei dem Klappmesser 10 bis 15 Wiederholungen. Also Kniebeuge halten, BZV, direkt danach Klappmesser, 10 bis 15 Wiederholungen, eine Minute Pause und so viele Durchgänge, wie ihr denkt, gut für euch sind, ich sage mindestens 5, vielleicht sogar 15 bis 20. Sportfrei.